Landesfinale zwischen dem Gymnasium der Diözese Eisenstadt und dem Gymnasium Neusiedl am See wurde heute der Titel erst im Elfmeterschießen vergeben. Nach 70 Minuten ist das 1:1 gestanden, dann das Elferschießen und schließlich jede Menge Emotionen. Der letzte Elfmeter. Der Jubel. Und die grenzenlose Enttäuschung. Das Landesfinale der Fußballschülerliga hat alles, was den Fußball so beliebt macht. Das Gymnasium der Diözese Eisenstadt bejubelt den 6. Titel in den vergangenen 8 Jahren. Es war ein ganz, ganz enges Spiel. Also wenn es 1:1 am Schluss steht und dann geht es Elfmeterschießen, dann ist ein bisschen eine Glückssache dabei. Wenn man trifft, ist man da Gott. Wenn man verschießt, ist man da Loser. Und ich habe mir einfach gedacht, der ist drinnen und dann war es auch so. Am meisten leidet nach dem Spiel Neusiedls bester Spieler Marcel Sikonia. 10 Minuten lang liegt der 13-Jährige weinend auf dem Rasen. Der Stürmer macht das Tor für das Gymnasium Neusiedl per Elfmeter, den er selbst herausgeholt hat. Es ist der Ausgleich zum 1:1. Am Ende zu wenig. Und für dich persönlich, wann glaubst du, kannst du wieder lachen? Lang wird es jetzt dauern. Davor bringt Mario Gutmann das Gymnasium der Diözese 1:0 in Führung. Am Ende müssen zwei gleichwertige Teams ins Elfmeterschießen, bei dem die Nerven entscheiden. Also war ich vor Hause schon ein bisschen skeptisch, aber trotzdem, das Elfmeterschießen ist reine Glückssache. Wir haben es bei Bayern gegen Chelsea gesehen und wir waren halt heute leider Bayern. Ich hatte da einige Spieler, die wirklich sich nicht hingetrauten, aber ich habe gewusst, dass sie treffen oder habe geahnt, dass sie treffen und habe sie motiviert und Gott sei Dank ist dann so ausgegangen für uns. Als einziger Spieler vergibt der Neusiedler Lukas Rieschel seinen Elfmeter. Der Titelverteidiger muss sich mit Platz 2 begnügen. Die Eisenstädter fahren zur Bundesmeisterschaft nach Mittersil in Salzburg.